Endlich ist der große Tag gekommen. Peggy und Joel bekommen ihr Baby. Der 18-jährige Vater kommt ein wenig später ins Krankenhaus. Hallo? Ja, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich suche meine Freundin Peggy. Die wirft heute ihr Junges. Peggy, ich schau mal eben nach. Peggy. 16 Jahre alt. Wo hab ich die denn? Hässliche Frisur. Moment. Kann sich nicht schminken. Ach, jetzt weiß ich, wen Sie meinen. Einfach den Gang runter. Gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach, ja? Peggy? Joel, ist ja schön, dass du auch mal kommst. Bist ja nur der Vater. Ja, ich musste noch von der Playstation. Ich habe was Wichtiges für die Zwillinge besorgt. Wo sind die Zwillinge? Die sind auf dem Tomorrowland Festival, Joel. Party machen. Die Karten sind voll teuer. Woher hast du das Geld? Die Zwillinge sind noch in meinem Bauch, Joel. Okay, das ist jetzt nicht böse gemeint, Peggy. Aber um 15.30 Uhr fängt Bundesliga an, da muss ich da... Peggy, alles okay? Ich, Peggy, das sieht aus, als würdest du keine Luft mehr bekommen. Peggy, wieso machst du einen Zug nach? Hallo, Frau Peggy. Super machen Sie das. Schön atmen, nicht vergessen zu atmen. Genau, nicht vergessen zu atmen, Schatz, weil dann ist man irgendwann tot. Okay, es geht wieder. Es geht wieder. Super, ganz, ganz toll machen Sie das. Und sind Sie jetzt da, oder? Nein. Nein, noch nicht. Ich kann aber mal gucken, wie weit der Muttermund schon geöffnet ist, ja? Der Mund ist in Ihrem Gesicht. Oh, Frau Peggy, das geht aber schnell. Der Muttermund ist mittlerweile 10 cm geöffnet. So ein großer Mund passt zu meiner Freundin Peggy. So viel, wie die redet. Also bei der nächsten Wehe mal alles geben, dann war's das vielleicht schon. Peggy, du musst nur fest dran glauben. Denn wenn du fest dran glaubst, kann alles passieren. So wie mit meinem Rap-Album. Da habe ich mir auch gewünscht, dass ich ganz viele CDs verkaufe. Und was ist passiert? 32 Alben habe ich verkauft. Du hast 32 CDs verschenkt, Joel. Alles klar, jetzt geht's los, Peggy, pressen! Jetzt ordentlich pressen, Peggy! Sehr gut, Peggy, weiter pressen! Weiter pressen! Sehr gut, Peggy! Genau. Alle Kraft zusammensammeln! Alle Kraft zusammensammeln! Komm, du schaffst das! Joel, komm sofort wieder her! Vielleicht kann der Vater mir ja helfen. Vielleicht können Sie einmal kurz das Bein festhalten von Ihrer Frau. Sehr gut! Also, Peggy fühlt sich ehrlich. Oh mein Gott! Super, super. Sie machen das super, Peggy. Das Köpfchen ist schon draußen. Toll. Oh Gott. Ja, super, Peggy. Und jetzt, jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein Mädchen bekommen. Bitte sehr. Super, haben Sie das gemacht. Wundern Sie sich nicht, wenn es jetzt an der Vagina noch ein bisschen komisch sich anfühlt. Das ist nur die Nachgeburt, die da noch rausläuft, ja? Super. Also, Frau Peggy, dann erzählen Sie doch mal, wie soll die Kleine denn heißen? Also, eigentlich sollte die Kleine Melody Angel heißen. Okay, und mit Nachnamen? Schmidt. Melody Angel Schmidt. Okay. Aber Moment, meine Eltern wollen sich auch in dem Namen wiederfinden. Also heißt die Kleine Melody Angel Destiny Günther Schmidt. Super, wirklich ein toller Name. So, jetzt kannst du ja auch dann mit dem zweiten Baby weitergehen. Geht das direkt weiter oder dauert das doch ein bisschen? Welches zweite? Na, wegen dem Zwilling. Ich hatte ja zwei Sprüche auf dem Schwangerschaftstest, also bekomme ich auch Zwillinge. Alles gut, Melody Angel Destiny Günther Schmidt. Joel? Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an das WKK, das Westküstenklinikum in Heide, dass wir hier so spontan und vor allem unbürokratisch drehen durften. Also vielen, vielen Dank. Wir müssen jetzt auch, glaube ich, gehen, weil nebenan bekommt, glaube ich, eine Frau ihr Baby. Wir hören hier schon immer. Vielen herzlichen Dank, dass wir drehen durften. Das war wirklich total nett. Alles Gute und nächsten Mittwoch kommt wieder ein neues Video. Bis dann. Tschüss!